NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Malte aus Tönning ist 11 und hat im Zeugnis in Mathe nur eine 3. Und jetzt hat er Angst, das seinen Eltern zu sagen. Malte, also von mir gibt's für diese schöne 3 einen 5er. Ist unterwegs. Oma. Und deinen Alten und allen anderen, die Angst haben, dass ihre Kinder sich mit einer 3 in Mathe die Zukunft verbauen, möchte ich nur sagen, das gibt für Kinder ja auch noch so was wie eine Gegenwart, ne? Also macht euch mal locker. Ich bin dafür. So, und allen Kids, die eine 5 in Mathe haben, also ein echtes Problem, rate ich, die Wahrheit häppchenweise zu liefern, wie bei so einem Live-Ticker von der Champions-League-Auslosung. Schritt 1, gutes Voranstellen. Schickt euren Eltern eine erste kleine WhatsApp auf Arbeit. Hey, Mamilein, ich hab in Reli die 5 beste Note. Ja, WGIDD. Ja, was soll das denn? Wie geil ist das denn? Achso, ja. Schritt 2, 10 Minuten später. Mamilein, ich bleib wahrscheinlich nicht sitzen und Dr. Fründer sagt, ich hab noch alle Optionen. Weißt du, das sagt alles und auch nichts. Und aber, dass das keine 12 Einsen mehr werden, das ist dann auch schon mal klar. Schritt 3, Zeugen. Wegen Zensuren ausflippen macht hässlich. Das wissen auch eure Eltern und trauen sich denn nicht so recht, wenn ihr mit der 5 in Mathe in Papas Großraumbüro rüberkommt oder wenn ihr mit Mama bei Lidl an der Kasse steht. Weil den kann sie auf dem Rückweg lieber andere Autofahrer anschreien. Ja toll, dann gibt's eben später noch mehr Ärger. Ach, was? Zeugnisgroll ist wie ein Ballon, der langsam Luft verliert. Man sollte nur erst dann richtig reinpieken, wenn er nicht mehr platzen kann. Mhm. Und Leute, nach wie vor gilt ja wohl, lieber eine gute 5 als eine schlechte 4. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Also, Funky Bunch, gibt Schlimmeres.